Wow! Alter Falter! Mahlzeit, Leute! So! Genau. Mahlzeit, Leute! So! Jess ist jetzt schon dort. Ja, Leute, Mahlzeit, grüß euch! So, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich den ganzen Schwachsinn hier aufnehme. Denn ich habe mir gedacht, machen wir das Ganze doch draußen bei diesem herrlichen schönen Wetter. Also hier scheint zumindest gerade die Sonne. Und natürlich war alles total verrauscht, weil ein bisschen Wind geht. Deswegen habe ich mich jetzt hier nach drinnen verzogen und wir nehmen den ganzen Spaß einfach nochmal auf. Ja, erstmal danke für die vielen Kommentare unter das Nordkap-Video. Uns hat besonders zu denken gegeben, dass viele meinen, das wäre in der kurzen Zeit nicht zu schaffen, da hochzufahren, also beziehungsweise 700 Kilometer am Tag circa zu fahren. Ich habe schon Leute im Internet gefunden, die haben das in kürzerer Zeit geschafft. Aber ich habe mir gedacht, naja, ein bisschen Zeitreserve wäre sicherlich nicht schlecht. Deswegen haben wir das Ganze jetzt bis auf den 8.1. verlängert. Das heißt, wir werden quasi 16, 17 Tage Zeit haben. Und das müsste locker zu schaffen sein. Mir macht so viel Fahren auch nie wirklich was aus. Ich finde das eher toll. Also ich sitze gerne im Auto, ich könnte den ganzen Tag fahren. Das stört mich eigentlich nicht. Weil bei der Kälte oder bei dem Wetter im Allgemeinen, was willst du da hinten in dem Auto rumsitzen den ganzen Tag? Da sitze ich lieber vorne und fahre und kann mir die Landschaft schön angucken, sofern es hell ist. Und da passt das schon. Also gerade auch die Polarnacht würde ich halt gerne mal erleben. Das muss schon toll sein. Und es ist ja auch nicht die ganze Strecke quasi immer dunkel. Das ist ja, wird ja erst Richtung Norden hin immer drastischer. So, aber jetzt kommen wir erstmal zum eigentlichen Teil des Videos heute. Und zwar soll es heute um die Standheizung gehen. Unsere Standheizung ist ja außerhalb des Fahrzeugs verbaut. Hatte ich schon mal erwähnt in dem Video. Die ist quasi direkt unter mir jetzt hier, unter Flur, in einem Kasten verbaut. Und die Schläuche gehen direkt ins Fahrzeug rein. Dadurch ist natürlich schon die Geräuschentwicklung im Fahrzeug wesentlich geringer. Aber ganz lautlos ist sie natürlich nicht, da der Warmluftschlauch ja quasi direkt ans Gebläse angeschlossen ist und natürlich die Geräusche vom Gebläse übertragen werden. Auf niedrigster Stufe hört man quasi fast nichts, auf der höchsten Stufe ist es schon ziemlich laut. Und deswegen habe ich im Internet was ganz Cooles gefunden, das wollte ich mal ausprobieren. Und zwar dieser formschöne Klumpen hier, ein sogenannter Warmluftschalldämpfer. Der wird quasi einfach an den Warmluftschlauch, der von der Heizung kommt, angeschlossen. Und auf der anderen Seite werden dann quasi die Ausströmer angeschlossen. Also es ist halt wichtig, dass die Ausströmer logischerweise nach dem Warmluftschalldämpfer angeschlossen werden. Ich habe so ein Ding vorher noch nie in der Hand gehabt. Interessant finde ich, dass man hier durchgucken kann. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich denke schon. Man kann ja quasi durchgucken. Und ich hätte eigentlich eher erwartet, dass es die Luft hier irgendwie verwirbelt oder umlenkt, dass da quasi die Geräusche geringer werden. Aber das wird nie möglich sein, weil ja quasi jeder Knick im Schlauch schon irgendwo einen ziemlich starken Strömungswiderstand erzeugt. Und würde das jetzt hier die Luft quasi stark ablenken, dann würde der Strömungswiderstand mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einfach zu hoch werden. Und bevor ich das Ding jetzt fest einbaue, weil es nimmt ja natürlich auch ganz schön Platz weg, werde ich erstmal ausprobieren, ob das Teil wirklich was bringt. Und wenn ja, wie viel? Der Hersteller gibt ja an, 50% soll das Teil eine Lautstärke-Reduzierung. Der Hersteller gibt quasi an, dass die Lautstärke-Reduzierung bis zu 50% beträgt. Aber mit solchen bis zu Angaben bin ich immer sehr vorsichtig. So, ich würde sagen, Heizung anschmeißen, mal kurz anstecken und gucken, was passiert. So Leute, die Heizung läuft, volles Rohr. Ihr hört, es ist eigentlich von der Lautstärke her erträglich, also mich stört das nie wirklich. Und jetzt stecken wir mal diesen formschönen Klumpen drauf und gucken mal, was passiert. Wow! Alter Falter! Lautlos quasi. Das hätte ich nicht erwartet, gerade weil man durch das Ding durchgucken kann. Gigantisch. Das Einzige, was ich jetzt noch höre, ist von draußen die Heizung an sich. Das ist klar, die Geräusche kommen ja noch ein bisschen rein. Aber dieses Geräusch von dem Gebläse, was durch den Warmluftschlauch kommt, das ist quasi also fast völlig weg. Ich bin biff und baff. Naja, jetzt versuchen wir mal, ob wir den Klumpen hier irgendwie in die Kiste reingebaut kriegen und dann die Ausströmer neu verlegen.
Und dann bin ich mal aufs Endergebnis gespannt. Aber der erste Test ist ja, also, da gehe ich fester. Vor allem, da freue ich mich, wie das funktioniert. Man kann ja, wie gesagt, durchgucken. Dass nur dieses, diese Ummantelung dann quasi so einen Dämmeffekt hat, gewaltig. So, jetzt habe ich das alles schön eingebaut. Hier kommt quasi von unten die warme Luft, geht durch den Warmluftschalldämpfer durch und wird dann quasi hier an die Ausströmer weiter verteilt. Sehr schön. Kann man schön verstellen hier den Ausströmer und somit den Luftstrom schön in die richtige Richtung lenken. Tipptopp. Ja, die Freche. Ja Leute, also die Heizung, die läuft jetzt und das Warmluftgeräusch, was aus den Düsen vorkam vom Gebläse, das ist komplett weg. Also ich bin absolut begeistert. Ich bin lange nicht mehr von irgendetwas so begeistert gewesen. Also wirklich für kleines Geld, verhältnismäßig kleines Geld, wirklich ein großer Effekt. Ihr steht mit der Kamera jetzt quasi genau über der Heizung. Das heißt, das, was man jetzt hört, ist wirklich nur noch die Geräuschkulisse, die die Heizung quasi außerhalb vom Fahrzeug entwickelt. Die Heizung läuft gerade auf voller Leistung und aus den Warmluftdüsen im Kopfbereich hier, die früher relativ laut waren, ist jetzt absolut nichts mehr zu hören. Das ist der absolute Knaller. Also spitze, absolut spitze. So Leute, wir genießen jetzt hier noch ein bisschen den Sonnenuntergang, werden uns gleich umziehen und erstmal eine Runde joggen gehen und wir sehen uns dann spätestens wieder, wenn wir ans Nordkap fahren. Lasst euch gut gehen und bis bald. Tschüssi. Ach ja, und das Teil habe ich euch natürlich unter dem Video verlinkt.